Hier ist Wächter 2. Ich empfange euer Signal. Der Kanal ist sicher. Schön, dass ihr auf einer Welt mit modernen Holonetzempfängern seid. Ich höre euch klar und deutlich, Ziffer 9. Wie sieht es aus? Ich fasse zusammen, was wir wissen und lasse euch selbst ein Urteil fällen. Nar Shaddaa ist eine der am dichtesten besiedelten Welten der Galaxis. Der Mond ist ebenfalls ein wichtiger Angelpunkt für Kriminelle und Großunternehmen. Darum sind die Terroristen hier. Die hiesige Zelle beschafft Waffen und Technologie für das gesamte Netzwerk des Adlers. Was für Technologie? Alles Mögliche. Von modernsten Computern und Raumschiffteilen bis hin zu Aufputschmitteln und Kampfrüstungen. Diese Terroristen sind keine einfachen Schläger. Sie sind intelligent, koordiniert und gut versteckt. Ich habe einen Agenten kontaktiert, der behauptet, er könne uns helfen, sie aufzuspüren. Er hat in der Vergangenheit für uns gearbeitet und war damals sehr erfolgreich. Als er seines Postens enthoben wurde, erhielt er die Bezeichnung Wächter X. Was meint ihr mit seines Postens enthoben? Wächter X war einer unserer fähigsten Analytiker, aber er wurde paranoid. Er neigte dazu, Verbindungen und Verschwörungen zu sehen, wo es keine gab. Er galt als unzurechnungsfähig und wurde in die Schattenstadt verbannt. Ein Elendsviertel auf Nar Shaddaa, das als offenes Gefängnis dient. Dort hält das Imperium die Leute fest, die zu viel wissen. Leute, die wir vielleicht nochmal brauchen werden. Mehr darf ich nicht sagen. Das hört sich alles nicht gut an. Wenn es einen anderen Weg geben würde, würden wir ihn nehmen. Aber er ist unsere beste Quelle. Den Bewohnern der Schattenstadt wurden Peilsender implantiert, die explodieren, wenn sie flüchten. Das sollte Wächter X unter Kontrolle halten. Nichtsdestotrotz, unterschätzt ihn nicht. Wächter 2, Ende. Tretet ein. Scannt das Apartment auf alles Wichtige. Bedrohungen, Fluchtwege, Zugangsterminals. Lasst euch Zeit. Und jetzt nochmal. Scannt nach verborgenen Waffen und Verstecken. Alles, was harmlos aussieht, ist wahrscheinlich ein Problem. Alles, was ihr nicht erkennt, sollte später analysiert werden. Spielt das Spiel. Ich kann warten. Seid ihr Wächter X? Ja. Früher Wächter 5 und davor Beobachter 8. Doch eigentlich seid ihr nicht autorisiert, das zu wissen. Ziemlich vermessen für jemanden, der im Dreck lebt. Ihr seid ein Zifferagent, spezialisiert auf Tarnung, Verführung, Infiltration, Terminierung. Tapfer von euch, in die Schattenstadt zu kommen. Das hier könnte eure Zukunft sein. Eine Bombe im Kopf und gefangen wie ein Krimineller. Ich weiß immer noch nicht genau, was das hier für ein Ort ist. Die Leute hier in den Slums sind Spione, Attentäter, Wissenschaftler, Experimente. Die meisten von uns haben unerfreuliche Dinge getan. Jeder von uns weiß zu viel. Das Imperium lässt uns am Leben, weil wir zu wertvoll zum Töten sind. Aber es will uns auch nicht auf der Türschwelle sehen. Ihr versteht? Was macht euch so wertvoll? Meine Gedanken. Meine Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen. Ich werde euch ein Beispiel geben. Ihr wisst, dass die Terroristen des Adlers Nar Shaddaa als Versorgungsknotenpunkt nutzen. Aber ich schätze, ihr wisst nicht, was sie gerade planen. Die Terrorzelle steht kurz davor, große Mengen eines neuen Serums zur genetischen Modifikation zu erlangen. Cyclone. Sie wollen es über das Netzwerk des Adlers verbreiten. Was ist das für ein Serum? Cyclone erhöht die Geschwindigkeit und Konzentration des Anwenders und macht einen durchschnittlichen Menschen zu einem gefährlichen Attentäter. Es ist außerdem tödlich. Ein kleiner Nebeneffekt. Wir müssen herausfinden, wer das Serum herstellt und wie es zu den Terroristen gelangt. Ihr müsst eine Probe finden. Eine Cyclone-Dosis oder die Blutprobe eines Anwenders. Wollt ihr, dass ich rausgehe und Blut fließt? Ich würde lieber nicht viel Aufsehen erregen. Es gibt im korellianischen Sektor einen Verbesserungsladen. Einen Ort, an dem man schnelle, gefährliche Modifikationen erhält. Dort könnt ihr Cyclone kaufen. Ich kann euch eine Injektion geben, die den Effekt eines langfristigen Gendefekts vortäuscht. Ihr seid dann langsamer und schwächer, sieht dann aber wie ein echter Cyclone-Käufer aus. Ich hoffe, der Effekt ist nur vorübergehend. Er hält nur eine kurze Zeit an, aber lange genug, um im Laden Cyclone zu erwerben. Ihr solltet jedoch während dieser Zeit keine Konflikte eingehen. Also, wollt ihr die Injektion oder nicht? Ich versuche es ohne die Injektion. Wie ihr wünscht. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Zu schade. Ich frage mich, was er euch angetan hätte. Geht zu dem Laden. Bringt mir das Cyclone oder das Blut. Dann finden wir die Verbindung zu den Terroristen.
Gahal Ravul Asjon Ujuet Untumata. Musu tueg non gushele sigru, u jurepensu sensta. Provata gahal gurefes, suguru tu ta selvagu. Ulku ulta mete judir felpusuna jormulu, o kaleg. Das muss ein Irrtum sein. Ich würde gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Uktaru sentement wasal. Quando vous et nebzepsit unquet zon luzutu otsulu metau. Luturela usa. Rugel afna mul confu eses quenu unsu sposu. Und hier, Versager! Lusatumun su sunjal usublulu. Lazatumun su lujem pretenden untumaquen. Uma, ormalumentu gorastuk. Gebt mir eine Dose Cyclone, sofort. Juxufu, ujemes ruhu, ludunu. Warabulj dat statul dun unmod, tatolle ranzatuega. Schön brav bleiben, sonst komme ich zurück. E kunet ungamasnetet akusata. Hier ist Wächter X. Ich habe schon darauf gewartet, dass ihr euch meldet. Ich gehe davon aus, dass ihr die Cyclone-Probe habt. Gab es Ärger im Verbesserungsladen? Ist ihre Arbeit nicht bewundernswert? Ich habe gesehen, was da drin vor sich geht. Simpel und doch beeindruckend. Nicht so kunstvoll wie das, was das Imperium mir und Wächter 2 angetan hat. Also, wir müssen die Probe analysieren. Herausfinden, woher das Cyclone kommt. Wir brauchen dazu Ausrüstung, die ich nicht in der Schattenstadt kaufen kann. Im Duros-Sektor gibt es ein verlassenes medizinisches Labor. Falls bewaffnete Flüchtlinge es nicht schon geplündert haben, könnt ihr die Analyse mit dem Bioscanner des Labors durchführen. Können diese bewaffneten Flüchtlinge zu einem Problem werden? Ich denke nicht. Ihr seid für solche Fälle ausgebildet. Tötet sie einfach. Hallo Ziffer. Ich sehe alles, was der Bioscanner sieht. Genetische Bindemittel, molekulare Netze. Rein. Perfekt. Nehmt Cyclone und ihr werdet ebenso. Ich gehe jetzt tiefer, Ziffer, und suche nach der Signatur des Künstlers. Na, neugierig? Dieses Serum ist Kunst für euch? Sozusagen. Das versteht man wohl nur, wenn man die Feinheiten erkennt. Ein Treffer, eine Firma. Cyclones Kodierungsprozess gehört Synchat Industries. Synchat hat eigentlich Droiden, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Ausrüstung hergestellt. Doch vor 5 Jahren ging sie bankrott. Das Unternehmen existiert nicht mehr. Jemand anderes scheint ihre Technologie zu nutzen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Synchat, einem bankrotten Unternehmen, und Cyclone. Und einen zwischen Cyclone und der Terrorzelle. Wir brauchen mehr. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Synchat lebt auf Nar Shaddaa. Er hat die Firma kurz vor der Auflösung verlassen. Befragt ihn zu Synchat. Wir müssen herausfinden, was mit ihren Ressourcen passiert ist und ob sie Kontakt zu Terroristen hatten. Ich werde mit ihm reden. Das Vorstandsmitglied heißt Yordle Tlan. Reich, exzentrisch, zurückgezogen. Bleibt immer in seiner privaten Casino-Lounge
und umgibt sich nur mit Druiden. Keine Besucher, keine Waffen. Es braucht einen Grund, damit er mit euch spricht. Er muss verzweifelt sein. Ich schätze, euch fällt schon ein Grund ein. Benutzt die Dinge, die ihr habt. Seht ihr diese Kisten mit medizinischen Vorräten? Wenn ihr die Chemikalien richtig kombiniert, bekommt ihr ein nicht nachweisbares Gift. Tlans Diener-Druiden werden es nicht bemerken, wenn sein Drink vergiftet ist. Wenn er dann schwitzt und keucht, könnt ihr ihm für seine Kooperation das Gegenmittel anbieten. Gar keine schlechte Idee. Ich schicke die Formeln für das Gift und das Gegenmittel. Wir müssen unbedingt an Tlan herankommen. Er muss euch alles über die Terroristen, das Cyclone und den Bankrott von Sinchet verraten. Meister Tlan möchte, dass meine Reparaturen bis zur morgigen Übertragung des Swoop-Rennens abgeschlossen sind. Sie müssen dafür sorgen. Ich bin kein Mechaniker. Ich kann euch Dinge nicht andauernd in Ordnung bringen. Dann werde ich Meister Tlan berichten, dass Sie Ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Das ist nicht nötig. Warum löschst du nicht deine Erinnerungsspeicher der letzten 5 Minuten? Hey, ihr... Das ist Meister Tlans Lounge. Kann ich euch bei irgendwas helfen? Ihr habt wohl alle Hände voll mit dieser Protokolleinheit zu tun. Nur eine Kleinigkeit. Meister Tlan hat es gerne, wenn alles perfekt ist. Der JT-02 ist eine geonosianische Antiquität. Die Blaster des JT-03 brauchen eine Neukalibrierung. Und der Diener-Druide verschüttet Getränke. Ich bin wegen der Druiden hier. Gestattet ihr? Was wollt ihr? Meister Tlan hat nicht gesagt, dass jemand kommen würde. Ich habe einen Reparaturauftrag vom Casino. Es gab einige Beschwerden. Okay, in Ordnung. Wir brauchen nicht noch mehr Ärger. Aber beeilt euch, okay? Tut mir leid. Meister Tlan muss den Druiden gerufen haben. Hoffentlich ist das kein Problem. Keine Eile. Ich werde noch mal einen Blick drauf werfen, wenn er zurückkommt. Aber gern. Netula! Netula, ich kann nicht atmen! Ich brauche meine Sanitätsdruiden! Ich brauche sie jetzt! Meister, ihr habt bereits 2 Sanitätsdruiden. Dummes Mädchen. Ich weiß, wenn etwas nicht mit mir stimmt. Ich kann nicht atmen. Meine Zunge schwillt an. Da war etwas in meinem Drink. Lasst mich rein, ich bin Arzt. Wer verdammt seid ihr? Tut mir leid, Meister. Er ist gekommen, um nach den Druiden zu sehen. Dummes Mädchen, ich habe euch gesagt, dass ich Feinde habe. Und hier ist der Beweis. Dieser Mann versucht, mich zu töten. Tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Was verdammt nochmal wollt ihr? Habt ihr schon mal von einem genetischen Modifikationsprogramm namens Cyclone gehört? Was? Ich bin doch kein Genforscher. Ich kann euch nicht weiterhelfen. Und jetzt helft mir, bevor ich mich in eine Leiche verwandle. Zuerst redet ihr, dann gibt es das Gegengift. Ihr? Verdammt sollt ihr sein. Als ich noch bei Sinchet war, ging die Firma zugrunde. Der Krieg führte uns in den Bankrott, wir mussten alles verkaufen. Eines unserer Tochterunternehmen entwickelte Medizintechnologie, Coltotanks, Aufputschmittel für Rankers, Cyclone, solche Dinge. Aber den Käufern ging es nicht um Profit. Etwas schien nicht zu stimmen. Trotzdem habt ihr ihnen die Firma verkauft? Natürlich haben wir das, warum auch nicht? Sie haben falsche Namen verwendet, alles in bar bezahlt. Sie haben sich nur für die Technologie interessiert, nicht für das Geschäft. Ich wusste, das war seltsam, aber ich habe Geht rein und helft ihm! Oder wollt ihr ihn einfach sterben lassen? Ich bringe ihm das Gegengift. Öffnet die Tür.
Ich kann atmen. Ich kann wieder atmen. Hab Dank. Achtung! Lebenszeichen stabilisiert. Warnung! Von Stress oder Aufregung ist abzuraten. Genug. In Ordnung? Genug. Ich werde euch alles erzählen, wenn ihr dann geht. Einfach geht. Beendet eure Geschichte, Tlan. Wie ich euch gesagt habe, Sinchet hat seine medizinische Abteilung Verve Gen an eine Gruppe von Leuten verkauft, die ihre Identität geheim hielten. Sie haben sich besonders für Verve Gens genetische Modifikationsserien interessiert. Vielleicht leiten sie die Firma noch, das weiß ich nicht. Ihr habt keinen Kontakt mehr mit ihnen gehabt? Nein, das habe ich nicht und das will ich auch nicht. Ich bezweifle, dass die anderen Sinchet-Eigentümer das anders sehen. Verve Gen hatte seinen Hauptsitz in den oberen Ebenen. Ich weiß nicht, ob euch das kümmert. Vielleicht existiert das Gebäude nicht einmal mehr. Aber was auch immer Verve Gen und seine Eigentümer machen, damit habe ich nichts zu tun. Schön brav bleiben. Sonst komme ich zurück. Wenn ihr nochmal kommen solltet, werde ich vorbereitet sein. Hallo Ziffer. Immer eine Freude, mit euch zu sprechen. Ich konnte die Holocams des Sternstunden-Casinos hacken. Ich habe gesehen, wie ihr beim Außeneinsatz vorgeht. Eure Befragung von Yordle Tlan war ein Erfolg. Ihr solltet öfters versuchen, Leute zu foltern. Ich habe erfahren, was ich wissen musste. Also, jetzt wissen wir über Verve Gen Bescheid. Ein medizinisches Tochterunternehmen von Sinchet Industries, das von einer zwielichtigen Käufergruppe erworben wurde. Die Käufer waren wahrscheinlich Mitglieder der Terrorzelle. Sie haben das Unternehmen gekauft, um Cyclone und andere Technologien zu produzieren. Ich bin zum gleichen Schluss gekommen. Ich habe die Verve Gen Zentrale ausfindig gemacht, aber ich finde keine Personalakten. Ihre Daten sind sehr gut gesichert. Wir müssen sie beobachten. Wenn ihr euch in die öffentlichen Terminals in der Umgebung des Gebäudes hackt, kann ich über das Holonetz erfahren, was drinnen vor sich geht. Angenommen, das klappt. Was dann? Wir analysieren die Situation, prüfen, wie wir am besten vorgehen. Verve Gen befindet sich im oberen Industriesektor. Das Gebiet wird äußerst stark bewacht. Einige Sicherheitskräfte setzen vielleicht sogar Cyclone ein. Wenn ihr fertig seid, kommt in die Schattenstadt. Wir treffen uns dort. Wächter X, Ende. Wie wär's hiermit? Willkommen zurück, Ziffer. Schön, euch zu sehen. Die meisten Leute in der Schattenstadt wollen flüchten. Spione, Attentäter. Freiheit ist der einzige Grund, weswegen sie dem Imperium helfen würden. Aber mir bietet der imperiale Geheimdienst nicht die Freiheit an. Wisst ihr warum? Das hatte ich mich auch schon gefragt. Der imperiale Geheimdienst hat Angst, mich freizulassen. Aber die Wächter wissen, dass meine mentale Konditionierung einsetzt, wenn ich die Hilfe verweigere. Wenn ich den Befehl eines Vorgesetzten missachte, bekomme ich tagelang Kopfschmerzen. Ich kann euch also auch gleich helfen. Das schmerzt weniger. Konditioniert der Geheimdienst auch andere? Oh ja. Aber ich weiß, ihr wollt sicher direkt mit dem Auftrag weitermachen. Da die Überwachung steht, konnte ich die Aktivitäten von Verve Gen überprüfen. Die Ergebnisse sind sehr informativ. Sie stellen tatsächlich Cyclone her. Verve Gen ist kurz davor, eine große Menge des Serums auszuliefern und zu verbreiten. Sie bringen das Cyclone zu anderen Zellen des Netzwerks. Genau das ist der Fall. Verve Gens Geschäftsführung erwartet einen Besuch der Eigentümer. Dabei wird das Cyclone übergeben werden. Die Sicherheitsvorkehrungen werden erhöht, Mitarbeiter heimgeschickt, interne Verteidigungseinrichtungen aktiviert. Wenn ihr euch unbemerkt einschleusen könnt, findet ihr die Anführer der Terrorzelle. Infiltration ist eine meiner Spezialitäten. Das weiß ich. Aber auch Ziffern haben ihre Grenzen. Mit ein wenig Arbeit könnten wir aus Panzerung,
Implantaten und holographischer Technologie eine kybernetische Tarnung herstellen. Ihr würdet wie ein Klasse-5-Druide aussehen. Die meisten Sicherheitsvorkehrungen überprüfen einfache Druidenarbeiter nicht. Mit einem solchen Tarnsystem könntet ihr ungestört bei Worf-Gen hereinspazieren. Hört sich nicht gerade gesund an, mit Kybernetik und Hologrammen bedeckt zu sein. Es sollte sicher sein. Ich habe es natürlich noch nicht getestet. Ich habe die Systemkomponenten schon zusammengesucht. Jetzt müssen nur noch die kybernetischen Elemente implantiert werden, die eure Lebenszeichen verstecken. Ich kann euch vor dem Eingriff ein Schlafmittel verabreichen. Sonst können wir beginnen. Es sollte nicht lange dauern. Ist das denn wirklich notwendig? Die Implantate sind kleiner als Blasterpatronen. Ihr braucht die Tarnung. Wirklich. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Also, Schlafmittel oder nicht? Behaltet ihn im Auge. Wenn etwas schief läuft. Mein Blaster ist schon entsichert. Fertig. Ich habe 3 Implantate in eure Wirbelsäule gepflanzt. Ihr werdet nichts merken. Gratuliere. Von jetzt an geht ihr als Maschine durch. Getarnt als Droide. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Zellenanführer werden schon bald bei Worf-Gen eintreffen. Ihr solltet zu dem Treffen gehen und alle ausschalten. Ich kontaktiere euch später zur Bestätigung. Viel Glück, Ziffer. Nachdem wir die Testergebnisse erhielten, nahmen wir einige Modifikationen vor. Das Serum wirkt nun länger und die Nebenwirkungen treten erst später auf. Es ist aber immer noch tödlich. Was wir auch tun, Cyclone verbrennt einen von innen heraus. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Die Männer und Frauen, die das Serum nehmen, wissen, dass sie ein Opfer bringen müssen. Dies ist ein wichtiger Tag für uns. Für unseren Kampf um die Freiheit habt ihr eine neue Waffe geschaffen. Eine, die uns sehr nützlich sein wird. Es ehrt uns, so etwas vom Adler zu hören, Sir. Ihr könnt auf Worf-Gen zählen. Der Adler höchstpersönlich. Darauf habe ich schon lange gewartet. Offensichtlich. Aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich verstehe nicht. Wer seid ihr? Warum stört ihr unser Treffen? Ich dachte, ich könnte ein wenig was lernen. Neue Kontakte knüpfen. Kümmert euch darum. Ihr kennt eure Aufgabe. Ihr könnt unsere Fragen beantworten, sobald wir euch im medizinischen Labor festgeschnallt haben. Giotto, wir können hier keine Schießerei anfangen. Was sollen wir den Angestellten sagen? Jeder, der zu Worf-Gen gehört, kann gehen. Die Leute vom Adler bleiben. Ich danke euch. Nichts davon war unsere Idee. Erbärmlich. Da wir nun ungestört sind, nehmen wir die Sache in die Hand. Mit den internen Verteidigungssystemen stimmt etwas nicht. Ich erhalte keine Antwort. Sichert das Gebäude und lasst niemanden entkommen. Jeder, der einen Cyclone-Schub will, nehmt ihn. Na los! Wer will meine Kanone sehen? Aufnahmefunktion aktiviert. Selbstdiagnose kritisch. Ich werde sterben. Ich sehe den Mann, der mich töten wird. Ein Cyborg. Wie praktisch. Ihr habt die Zellenanführer ausgeschaltet. Jetzt müssen wir jede Spur ihrer Operation verschwinden lassen und verhindern, dass sich ihre Anhänger neu sammeln. Die Kommunikationsschnittstelle der Terroristen. Ein System, mit dem sie Treffen arrangieren, Geheimnisse speichern und Propaganda verbreiten, muss zerstört werden. Der Mann zu euren Füßen ist unsere Gelegenheit. Ich dachte, es würde genügen, dieses Treffen zu beenden. Es gibt immer Überlebende. Terroristen sind auf ganz Nashadar verteilt. Ihr könntet ihnen ihre Ressourcen nehmen. Ich weiß nichts.
Wir können sein computerverbessertes Hirn benutzen, um das Netzwerk zu finden. Ihr müsst mich zu seinem kortikalen Implantat führen. Was? Das könnt ihr nicht machen! Irgendwo in seinem Kopf muss eine Standardschnittstelle sein. Verbindet euren Holokommunikator und ich kann die Daten in seinem Hirn hacken. Bitte, ich erzähle euch, was ihr wissen wollt, aber hackt nicht mein Hirn! Ich will euch nicht verletzen. Kooperiert und euch geschieht nichts. Das Netzwerk ist im Netzzugriff. Die Droiden beschützen es. Wir können nicht sicher sein, dass er die Wahrheit sagt. Geta 7 Alpha, Modul 5, bitte lasst ihn nicht in meinen Kopf. Das ist alles, was ich hören wollte. Hoffentlich war es kein Fehler, dem Wort eines Terroristen zu trauen. Der Netzzugriff ist ein Labyrinth aus Computern und Holonetzempfängern. Wenn das Netzwerk wirklich dort ist, könnt ihr es zerstören. Ihr müsst an den Sicherheitsdroiden der Zelle vorbei, wenn ihr es erreichen wollt. Das sollte für euch machbar sein. Wenn ihr dort seid, schaltet das Terminal ab. Dann wird die Terrorzelle auf Nar Shaddaa aufhören zu existieren. Gratuliere, Ziffer. Ihr habt der Terrorzelle den Gnadenstoß versetzt. Die Überlebenden werden sich nicht mehr sammeln können. Die Verbindung zum Netzwerk des Adlers wurde unterbrochen. Die Sache hat nur einen Haken. Die Zerstörung des Netzwerkknotens hat das Holonetz erschüttert. Die Sicherheitssysteme der Schattenstadt sind kurzzeitig ausgefallen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin geflüchtet. Der Tod steht kurz bevor. Euer Ärger ist verständlich. Behaltet ihn für euch. Verdammter Sohn eines... Bald wird einer eurer Wächter den Fehler bemerken. Ihr werdet mich dann suchen, jagen müssen. Aber ich will euch nicht als Feind. Erzählt eurem Wächter, dass ich noch immer gefangen bin. Sobald ich in Sicherheit bin, teile ich meine Geheimnisse mit euch. Ihr werdet alles erfahren, was der Geheimdienst den Ziffern vorenthält. Wie kann ich sicher sein, dass ihr euren Teil der Abmachung einhaltet? Gar nicht. Denkt einfach an die Möglichkeiten. Wollt ihr die Details zum Genetikprogramm, aus dem Wächter 2 und ich hervorgegangen sind? Die Decknamen eurer Freundin, Kallio Janis? Schäbiger Mistkerl. Ihr glaubt, ihr könnt spielen? Ihr seid tot. Ihr seid so tot. Sie gehören euch. Die ganzen Geheimnisse. Ihr müsst mir nur helfen, von Nar Shaddaa zu flüchten. Wenn ihr glaubt, ihr könntet mich manipulieren, verschwendet ihr eure Zeit. Es tut mir leid, dass ihr so denkt. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zu meinem Schiff. Eure Vorgesetzten kontaktieren euch gerade. Auf Wiedersehen, Ziffer. Ziffer 9, hier ist Wächter 2. Ich leite dieses Gespräch durch ein halbes Dutzend städtische Subsysteme. Wir haben mehrere Nachrichten der Terroristen abgefangen, in denen von der Zerstörung eines Unternehmens namens VerveGen die Rede ist. Ich habe Agenten losgeschickt, die die Unternehmenssysteme nach weiteren Daten durchsuchen. Anscheinend wurde die Zelle auf Nar Shaddaa neutralisiert. Ich habe soeben die Kommunikationsschnittstelle der Zelle zerstört. Sie könnte wichtige Daten enthalten. Ich gebe den Teams Bescheid. Da ist noch etwas. Bei der Überwachung ist mir eine ungewöhnliche Netzwerkaktivität aufgefallen. Es ist möglich, dass das Sicherheitssystem der Schattenstadt durchbrochen wurde. Ich mache mir Sorgen um Wächter X. Er würde einen solchen Fehler sofort ausnutzen. Das wollte ich euch gerade berichten. Er hat mich kurz vor euch kontaktiert. Verdammt! Wir können es uns nicht leisten, einen abtrünnigen Wächter frei in der Galaxis zu haben. Macht euch sofort auf zum Raumhafen. Ich versuche, alle Abflüge aufzuhalten. Aber beeilt euch! Nar Shaddaa hält nicht viel von imperialen Befehlen. Das Ganze beunruhigt euch wirklich sehr, wie? Wächter X geht mir auf die Nerven. Tut, was ihr könnt. Wächter 2, Ende. So gefällt mir das. Bring mir das Schwein um.
Seht euch um. Visiert das Ziel an. Überprüft seine Waffen. Offen, versteckt, improvisiert. Jetzt scannt die Umgebung. Hat er Verbündete? Verstecken sie sich? Seid ihr vielleicht sogar in eine Falle geraten? Ihr enttäuscht mich, Ziffer. Ich habe euch Informationen angeboten, mit denen ihr eure Vorgesetzten hättet unter Druck setzen können. Ihr habt vielleicht recht, aber ich traue euren Informationen nicht. Wahrscheinlich ist es mein Fehler. Ich hätte euch die kurz zeigen sollen. Zu schade. Ihr habt mir die Flucht ermöglicht. Aber ich habe kein Problem damit, gegen euch zu kämpfen. Ihr könnt gehen, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Das hier endet nur ohne Gewalt, wenn ihr in die Schattenstadt zurückkehrt. Das werde ich nicht tun. Auf Wiedersehen, Agent. Wir sind am Ende. Irgendwann erwischt es jeden. Ihr kommt da nicht mehr raus. Das schafft niemand. Ich schätze, das war's. Ich würde ja gern seine Leiche treten, aber dann geht die Bombe in seinem Kopf vielleicht hoch. Zu schade, dass er euch betrogen hat. Er hätte uns sonst bestimmt den echten Namen des Aufsehers verraten können. Der Aufseher wäre nicht der einzige, über den wir etwas erfahren hätten. Viele Leute kennen meine Geheimnisse. Ich komme viel rum, aber keiner kennt sie alle. Ziffer 9, hier ist Wächter 2. Bitte antworten. Ich brauche einen Statusbericht zu Wächter X. Ansonsten gebe ich eine Großfahndung aus. Ich habe ihn gefunden, wir haben gesprochen, er ist gestorben. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Gut gemacht. Ich setze die Sicherheitsvorkehrungen zurück. Alles läuft wie geplant weiter. Um das mal klarzustellen, Ziffer, ich mag keine Gewalt. Aber ich bin sehr froh darüber, dass Wächter X ausgeschaltet wurde. Warum beschäftigt er euch so? Wir hatten fast dieselbe Ausbildung. Aber er war besser als ich. Schlauer. Ich weiß, wozu er fähig war. Ich schicke eine Crew, um die Leiche von Wächter X mitzunehmen. Sein Geist und sein Körper sind imperiale Technologie. Damit ist die Sache abgeschlossen. Die Aufzeichnungen über seine Anwesenheit hier werden gelöscht und ihr seid verpflichtet, über das Thema zu schweigen. Ich spreche euch wieder, wenn ihr auf dem Schiff seid. Hier Ziffer 9 an Wächter 2. Bitte komm. Kontaktautorisierung abgelehnt. Dies ist Einheit CR-97 des Imperialen Automatischen Verteidigungskorps. Auf Befehl von Darth Zorrit, Lord im Rat der Sith, ist Ihr Schiff hiermit abgeriegelt. Ziffer 9. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, habe ich euch nach Korriban gerufen. Habt ihr etwa nicht begriffen, was für ein Privileg diese Audienz für euch war? Es war eine große Ehre. Ich hoffe, ich kann eure Erwartungen erfüllen. Bis jetzt habt ihr mich enttäuscht. Ich habe kein Wort von euch über das Attentat an Darth Yadus vernommen. Doch ihr verdient noch eine Chance. Also, meine Kollegen im Rat der Sith haben mich akzeptiert. Aber sie respektieren mich noch nicht. Nicht so wie meinen Vater. Um meine Position zu sichern, muss ich die Geheimnisse meines Vaters kennen. Die Mysterien, die Darth Yadus mir nie beibringen wollte. Ihr glaubt, mit den Geheimnissen von Yadus gewinnt ihr den Respekt der Ratsmitglieder? Sobald ich die Werkzeuge meines Vaters nutzen kann, bleibt dem Rat der Sith nichts anderes übrig, als mich zu bewundern. Ich war seine einzige Schülerin. Aber er hat sogar machtblinde Berater seiner eigenen Tochter vorgezogen. Natürlich sind die meisten seiner Berater mit ihm auf der Dominator gestorben. Aber nicht alle. Yord Janol war nicht dabei. Er floh nach Nashadar. Und dieser Berater kann euch erzählen, was Yadus wusste. Ich weiß, dass er das kann. Warum sollte er sonst geflohen sein, wenn er keine Geheimnisse kennt? Aber Janol könnte auch mit den Rivalen von Yadus unter einer Decke gesteckt haben. Vielleicht hat er etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun. Das Ergebnis ist dasselbe. Meine Quellen haben sein Versteck ausgemacht. Ihr werdet ihn finden und zu mir bringen. Wir sprechen uns dann wieder. Thank you.
verschwindet. Ich habe euch nichts getan. Ich habe auf dieser Staubkugel nichts berührt und mit niemandem gesprochen. Ich tue hier niemandem weh. Der Rat der Sith hat euch angeheuert, nicht wahr? Oder die Galaktische Republik? Der Mikrosa-Orden? Die Hutten? Es spielt keine Rolle. Mein Meister ist tot. Darth Yadus ist von uns gegangen. Ich habe niemanden mehr, den ich verraten kann. Ihr sollt auch niemanden verraten. Darth Zorrit schickt mich. Zorrit? Das idiotische Mädchen glaubt, sie ist ihrem Vater ebenbürtig, was? Ihr versteht wirklich nicht. Lord Yadus muss Vorbereitungen für seinen Tod getroffen haben. Er war Macht, Feuer und Genie. Ich bin sicher, dass direkt nach seinem Tod sein Notfallplan in Aktion getreten ist. Alle, die Lord Yadus je berührt hat, werden vernichtet werden. Und das möchte ich mir ersparen. Was für ein Notfallplan? Ich weiß nicht, was er vorhatte. Aber Yadus würde seinen Tod niemals ungerecht lassen. Ich werde nicht mehr Teil der Pläne des Meisters sein. Nie mehr! Er lebt noch, aber er wird nicht so bald aufstehen. Jetzt müssen wir ihn zum Schiff schleppen. Er ist nur ein ängstlicher alter Mann. Klar, ich bin sicher, dass er ein richtiges Schätzchen ist. Vor allem nach der Arbeit mit Yadus. Ihr Aufseher an Ziffer 9. Wenn ich das richtig sehe, spielt ihr den Boten für Darth Zorrit. Ich bin nicht in der Position, die Angelegenheiten eines Mitglieds des Rats der Sith zu beurteilen, also frage ich erst gar nicht, was ihr will. Ich rate euch lediglich, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe sie jetzt zweimal getroffen, aber ich kenne sie immer noch nicht richtig. Ich kann euch nicht viel sagen. Auf jeden Fall wird sie von den anderen Ratsmitgliedern nicht gerade geschätzt. Es gab Widerstand, als der Sitz ihres Vaters auf sie übergehen sollte. Zorrit ist zu Darth Yadus alten Gemächern auf Drom und Kaas gereist. Sie erwartet euch dort. Aufseher Ende. Kommt herein, verehrte Ziffer. Ich habe mir gerade Lord Ulios neueste Oper angehört. Musik bringt mich durch den Tag. Wir vom Rat der Sith haben nur wenige schöne Tage. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie belastend es ist. Warum liegen all diese Leichen am Boden? Die? Ach so, ich dachte, die gehören zur Arie. So, Vjordjanol. Ist er das? Oder ist das nur eine weitere Leiche für meine Sammlung? Ich kann ihn zu den anderen legen, wenn ihr wollt. Oh nein, Yanol ist zerbrechlich. Er muss vorsichtig behandelt werden. Ich werde jetzt etwas Zeit mit Yanol verbringen. Er wird mir alle Geheimnisse meines Vaters verraten. Erwartet ein Zeichen meines Dankes. Und seid sicher, dass ich euch wieder zu mir rufe, meine Ziffer. Wenn ihr wollt, dass sich jemand um die Terroristen kümmert, solltet ihr mich arbeiten lassen. Also keine Belohnung. Ihr werdet ohne meinen Gefallen weitermachen.
Jetzt lasst mich mit meinem neuen Berater allein. Janol und ich brauchen etwas Privatsphäre. Übermittle Sicherheitscodes. Hier Wächter 2 für Ziffer 9. Ich bin froh, dass ihr wieder im Dienst seid. Nach der Ausschaltung der Zellen auf Balmora und Nar Shaddaa ist der Rest des Terrornetzwerks aufgescheucht worden. Wie genau reagieren Sie darauf? Erhöhter Funkverkehr, Warentransfers, Schaffung von Unterschlüpfen. Wirklich faszinierend. Ich habe euch bereits von der geheimen Waffe des Adlers erzählt, den Vernichtern. Wir wissen immer noch nicht, um was es sich dabei handelt, aber wir konnten diese Nachricht abfangen. Sobald sie einsatzbereit sind, werde ich selbst die Zielcodes eingeben. Erst dann werden die Anweisungen übermittelt. Aber alle Zellen sind dazu aufgefordert, Angriffe auf Sekundärziele vorzubereiten. Sobald die Vernichter jede imperiale Festung ins Chaos gestürzt haben, müsst ihr die Feuer schüren. Ihr werdet euch aus den Ruinen emporheben. Formt die Zerstörung zu einer Botschaft. So werden wir siegen. Das war der Adler persönlich. Es scheint, dass das Attentat auf Darth Yaddos nur der Anfang war. Das klingt beunruhigend, aber was sagt uns das alles? Nichts, was wir nicht schon vorher wussten. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben Hinweise auf 2 neue Terrorzellen, die entscheidend für die Effektivität des Netzwerks sind. Sie sind eure nächsten Ziele. Reist nach Tatooine und Alderaan. Die Reihenfolge überlasse ich euch. Eure Mission wird dort fortgesetzt. Wächter 2, Ende.